Wie lange muss ich verheiratet sein, um eine Witwen- oder Witwerrente zu bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell erreichte uns eine Anfrage auf rentenbescheid24.de und zwar ging es darum, dass der Betroffene oder Versicherte uns mitgeteilt hat, dass seine Ehefrau nach 10 Monaten Ehezeit verstorben ist und er bei dem Deutschen, also bei dem Postrentenservice, das Sterbevierteljahr beantragt hat und die Postrentenstelle hat den Sterbevorschuss nicht gezahlt, abgelehnt. Und zwar sagt der Postrentenservice, weil sie noch nicht ein Jahr verheiratet waren. Und er möchte wissen, ob das in Ordnung ist, also ob der Postrentenservice diese Leistung ablehnen darf. Dazu ganz grundsätzlich. Das Gesetz, Paragraph 46 SGB 6, sagt, Witwen oder Witwer haben keinen Anspruch auf eine Witwenrente oder Witwerrente, wenn die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat. Es sei denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass eine sogenannte Versorgungsehe hier vorgelegen hat. Also, das Gesetz sagt zwei Dinge. Erstens, die Ehe muss mindestens ein Jahr angedauert haben. Und zweitens, wenn die Ehezeit kürzer war, dann darf nicht der Grund der Heirat, die sogenannte Versorgung mit der Witwen- oder Witwerrente gewesen sein, die sogenannte Versorgungsehe. Also, da unser Anfrager, also unser Kunde, uns nicht genau gesagt hat, woran seine Frau gestorben ist oder ob er zum Beispiel geheiratet hat, weil seine Frau zum Beispiel im Sterben lag oder weil er wusste, dass sie schwer krank war und sterben könnte. Da können wir also wirklich nur spekulieren. Kann ich hier auch nur eine allgemeine Information geben. Ich kann einen Tag verheiratet sein und mein Ehegatte stirbt wegen einem Autounfall. Dann steht mir die große Witwenrente zu, wenn ich die Anspruchsvoraussetzung nach Paragraph 46 SGB 6 erfülle. Das ist gar kein Problem. Ja, also ein überraschender Tod zum Beispiel schließt ja die Versorgungsehe grundsätzlich aus. Das ist ein typischer Fall, Arbeitsunfall oder Verkehrsunfall. Oder der Betroffene fällt einfach tot um und hat einen Schlaganfall oder sowas. Wenn ich aber jemanden heirate und ich weiß, der ist todkrank, und er kann in Kürze sterben, weil er zum Beispiel Endstadium Krebs hat, dann sieht die Sache anders aus. Wenn ich dann das Jahr nicht erreicht habe und der Ehegatte stirbt innerhalb dieses Zeitraums, dann wird die Versorgungsehe vermutet. Das heißt also, der Gesetzgeber sagt, du kriegst deine Witwenrente oder Witwerrente nicht. Du hättest mindestens ein Jahr verheiratet sein müssen. Wer ein Jahr verheiratet ist, da spielt es überhaupt keine Rolle an, was der Versicherte dann verstirbt. Dann hat er auf jeden Fall Anspruch auf die große Witwenrente, wenn der verstorbene Versicherte mindestens 5 Jahre bei der deutschen Rentenversicherung versichert war. Andere Voraussetzungen natürlich auch noch, die zu prüfen sind. Also, es ist nicht ganz einfach, aber das Gesetz lässt also hier auch eine kürzere Ehedauer in bestimmten Einzelfällen zu. Näheres zum Thema Witwenrente, Versorgungsehe und Witwenrente trotz kurzer Ehedauer finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.